So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part Black 2 mit Monsieur LeBanc. Und letztens waren wir in diesem Büro stehen geblieben. Und ich habe richtig vermutet, in diesen Büros kann man wieder gegen die Angestellten kämpfen. Genau wie in Black und White 1. Vulcano gegen Vulcano, das ist jetzt natürlich nicht so pralle. Mein Bedroher wird aktiv. Ich hoffe, er hat auch Bedroher. Ja, hat er. Ja, ich könnte jetzt natürlich mit Glut angreifen, aber das wäre ein Epic Battle of the Glutes. Das wollen wir nicht. Ich wechsle rüber auf Ninja. Wir sind anscheinend ein bisschen underlevelt. Kann das sein? Das gefällt mir natürlich nicht so. Egal. So, erstmal Aquaknarre. Silberblick. Ja, macht nichts, weil du sowieso keinen physischen Move drauf hast, denke ich. Oder wann lernt Vulcano Biss? Ich muss das auch mal gleich nachgucken, endlich. So, einmal. Und zweimal. Nee, er kann nur Glut. Kein Ding. Ey, kein Ding, mach nur. Guck, deine Crack-Bitch behandelt mich vor Gericht wie ihren Esstisch und deckt mich. So. Okay, das hätten wir. Nice. Ninja entwickelt sich auch bald. Boah, das ist so schön gerade. Kriegen ein Item. Gut. Gut, ist okay. Macht dir nichts draus. Auch aus dir wird irgendwann mal ein großer, starker Mann. Wie ich. Ja, ich bin ein echter Adonis, meine Freunde. Das solltet ihr euch einbringen. Ich bin ein echter Adonis. Nee. Egal, zu viel des Guten. UL. Olympique Lyon. Huh? Mit einem Beautiff. Oh, hier gibt's Roselia. Im Unova-Dex. Im Einhaldex. Nice. Und den perfekten Counter dagegen haben wir ja schon. Mit meinem Regi. Irgendwie kommt mir das ja leicht arrogant vor, wenn ich mich in Form eines Vulcanos in Spiel der Körper. Na und? Er ist ein Vulcano, Mann. Mein Lieblings-Pokémon. Okay, Vulcano nicht, aber Arcani ist mein absoluter Favorite. Absolut unglaublicher Teil. Absolut Choc-Güzel. Das fetzt einfach rein wie Schmitz-Katze. Werdet ihr auch gleich sehen. Nicht gleich. Aber im Laufe des Let's Plays. Was für ein krasses Teil das so ist. Und ja. Das hätten wir auch geschafft. Ja, so viele Trainer sind das eigentlich. Und wir kommen eigentlich relativ schnell voran. Finde ich. Wenn wir so pro Part 10 bis 15 Trainer schaffen, ist das doch schon eigentlich richtig gut. Meryl. Ich hätte mir schon denken können, dass da irgendwann mal ein Wasser-Pokémon benutzt. Der erste hat ja ein Feuer. Die zweite dann ein Pflanzen. Und der jetzt hier, oder sie jetzt hier, ein Wasservieh. Da wechseln wir aus auf Blatt. Und setzen Rasierblatt ein. Blubstrahl. Oder was? Blubber? Kann auch nur Blubber gewesen sein. Ja, ich glaube, das war nur Blubber. Egal. So, Rasierblatt sollte... Ich weiß nicht, ob es ein One-Hit wird. Weil jetzt nach Einigler... Wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Aber er sollte trotzdem noch genug Schaden anrichten. Genug Schaden. Ja, ist klar. Critical Hit? Kann ich von dir einen Critical Hit erwarten, Blättchen? Nee. Dankeschön. Ich ziehe dich mit Liebe und Sorgfalt auf und wie dankst du mir? Indem du das Teil nicht crittest. Danke. Thanks. Okay, Meryl ist jetzt aber hiermit auch offiziell besiegt. Schöne 200 Erfahrungspunkte, Regi Level 16. Ich werde Regi jetzt erstmal bis Level 17 trainieren. Wer weiß, wenn es hier in Stardust City immer noch die eine Arena gibt, dann weiß ich ja, welcher Typ eingesetzt wird. Und wenn ihr das auch wissen wollt, dann... Bleibt euch nichts anderes übrig, als euch zu gedulden, weil ich werde es euch sicherlich nicht sagen. So einer bin ich. Und was ist das? Irgendeiner, der uns anguckt. Okay. Okay. Oh, das ist der Boss. Das ist der Chef, Angestelltenchef, Personalchef mit einem Pidolf. Pidolf. Wir können das ja jetzt mit Vulcano alleine probieren, aber ich will jetzt mal hier ein bisschen Strategie reinbringen. Ich schicke meinen Aschkömm rein. In Form eines Vatis. Und gegen Vati sollte Pidolf eigentlich gar nichts anrichten können. Ich sage ja, 4 Rapid Schaden. Peanuts. Friss mein Donnerschock. Heuler. Are you serious? Are you mad, bro? So, starte ich finde jetzt auch nichts mehr, weil er jetzt sowieso besiegt ist. Von daher, sehr unnütz, aber naja. Man will ja immer wieder meine Zeit verschwenden. Meine Zeit verplempern. So. Und der Boss wurde besiegt.
Okay. Was haben wir eigentlich für Items bekommen? Bälle. Oh. Ist das eine Scoplinse? Das war, oder war das dieses eine Item mit der Genauigkeit? Ey, wenn das so ist, dann gebe ich das Regi. Dann wird Regi hier offiziell zur Crit-Bitch. Gut. Jetzt fahren wir nochmal in Stock 55 zum Hausmeister, glaube ich. Yep. Ja, das Bagger-Rad gerade mit dem Hintergrund rum, ne? Kann das sein? Ja, so sieht aus. So. Hausmeister! Alles fit bei Ihnen. Alles fit im Schritt. Danke für den EP-Teiler erstmal. Der hat uns nämlich den EP-Teiler gegeben. Und wer ist das? Ist das dein Sohn? Ja, das könnte, glaube ich, der Sohn sein, oder? Der Sohn des Hausmeisters. Ja, das ist so. Geil. Vater und Sohn, finde ich geil. So, alleine jetzt ihn gefehlt, da haben sowieso schon meinen Respekt. Und, ah! Evoli! Wie süß! Wie süß, wie süß, wie süß. Hier. Kriegt als Belohnung erstmal mein Flammenwurf. Nicht Flammenwurf, meine Glut. Ah, Evoli. Evoli ist cool. Evoli ist toll. Auch wenn es gefährlich ist, aber Evoli has my respect. 10 KP ziehen zu geben. Boah, wir sind schon ein bisschen underlevelt, ne? Ja, wir sind schon auf jeden Fall ein klein wenig underlevelt, doch. Tränke habe ich auch nicht mehr. Scheiße. Wird mal Zeit, dass ich mir dann demnächst wieder Tränke hole. Tränkeschmied. Tränkeschmied. Oh. Da hätte ich mir ja denken können, dass er noch ein Hubskeeper kommt. Aber ich möchte das erstmal mit Regi machen. Zack. Nice. Und was kommt jetzt? 350 Erfahrungspunkte. Heftig. Oh mein Gott. Nicht du. Boah, das sieht mich ja jetzt richtig auseinander. Level 17 Haderia. Burn, Crit, irgendwas. Scheiße. Da muss ich jetzt wohl Regi aufgeben. Okay, jetzt muss ich all mein ganzes Können zusammennehmen. Ich schicke Sayu rein. Und Donnerwelle. Damit die Style erstmal verkrüppelt wird. Habt ihr das gerade gesehen? Natürlich habt ihr es gesehen. Scheiß hexender Lappen. Ich hasse das. Warum passiert mir immer sowas? Also Haderia Level 17, das macht uns jetzt schon Probleme. Wie heißt das auf Deutsch? Yorkshire? Nö. Keine Ahnung. Was ich mir jetzt aber wünschen würde, ist, wenn wir das Teil, das Vieh, jetzt mit unserem Ninja down bekommen, weil der Ninja einen Batzen Erfahrungspunkte bekommt. Doch, das schaffen wir, oder? Komm, 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 komm. Ich glaube an dich, Ninja, komm. Wenn du das schaffst, dann kriegst du zwei Level-Ups. Nicht ein Level-Up, dann kriegst du zwei. Ja, ja. Super. Auf Ninja ist Verlass. Das gibt jetzt richtig viele Erfahrungspunkte. Passt auf 500. 700, das gibt ein Level-Up. Das muss ein Level-Up geben. Sogar zwei. Level 17 und... schade. Egal, egal. Fast Level 17 und das heißt fast eine Entwicklung. Ja, super. Aber dein Sohn hat schon was drauf. Also Teambau, Evoli und Haderia. In seinen jungen Jahren. Me gusta. Me gusta. Gut. Fahren wir wieder in Stock 1. Ja, Stratos City gibt es ganz, ganz viel zu machen, meine Freunde. Aber richtig viel zu machen. Wir fahren jetzt auch erstmal hier hin. Und... ja. Halten unser Team auf. Aber wie geht's dann weiter? Das ist die Frage. Das ist die Frage. So, Tränke wollte ich mir auch noch hier holen. Entschuldigung. I'd like to have some Bubble Tea. Bah, Bubble Tea, oh mein Gott, nein. Normale Tränke. Normale Tränke hole ich mir mal 10 Stück. Für den kleineren Schaden da. Super Tränke hole ich mir noch 6. Das war jetzt 5, ich weiß. Scheiße. Aber das sollte ausreichen. So. Rest haben wir genug. Und wir fahren jetzt einfach mal weiter. Richtung Westen.
Vielleicht hätten wir irgendwas Geiles. Immer schön mit den Leuten reden. Mit den Leuten reden ist sehr, sehr wichtig. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und auch immer schön diese Fähren hier im Blick behalten. Okay, nice. Wir haben irgendwas gegeben. Keine Ahnung, was. Sollen wir recht sein. Und diese Gassen werden wir wahrscheinlich dann erst im nächsten Part erkunden können. Also diese Seitenstraßen. Okay. Das ist hier dieser Zeitungsverlag. Okay. Diese Clowns sind komisch. Nein, ich will nichts. Was ist das? Okay. Ich will mit euch kämpfen. Geht das nicht? Okay. Nee. Professor! Haben Sie irgendwas Wichtiges zu sagen? Hi, hi, hi. Studium des Reichs. Hi. Nee, hat er nicht. Scheiße. Egal. Oh? Was? Was hast du denn jetzt für uns? Irgendwas Cooles? Ich stimme einfach jetzt einfach mal die ganze Zeit auf A. Was? Okay. Interessant. Das hat jetzt wahrscheinlich gar nichts gebracht, aber unsere Zeit verplempert. Nice. So gefällt's mir. Nö. Hier haben wir noch Vater und Sohn. Ah, ich liebe das Vater und Sohn. Ah. Erfüllt mein Herz immer wieder mit Freude, wenn ich so etwas sehe. Aber wo müssen wir jetzt lang? Zwei Orden haben wir. Ach, scheiß auf die Leute. So, hier in die Arena können wir noch nicht, ne? Oh. Iris. Hi, Iris. Wie geht's dir? Gut. Das ist die 8. Arena-Leiterin in White, war das, glaube ich. Von Pokémon. Ja, von der Part davor. Heftig. Da wäre eine Erinnerung wach. Geil. Egal. Och, ein Wanderer. Ich dachte erstmal, das ist ein Dumander. Scheiße. So. Oh, das ist der Spitznamenbewerter. Oh, scheiße. Ich wollte noch Ligi lassen, was soll das? Ja, ich muss jetzt erstmal die Stadt erkunden. Strato City ist gigantisch. Strato City ist fantabulös. Okay, was ist das? Masseurin scheint das gewesen zu sein. Hey, geil, danke. Hat mein Pokémon gerade passiert? Ah! Nein, ich will nicht. Fuck off, so. Fahren wir mal in Stock 2. Und da ist wieder so ein kleiner Clown. Muss ich die irgendwie finden? Scheint so, ne? Ich muss auf jeden Fall irgendwas mit denen machen. Was macht ihr ja, Harakiri? Ja. Komische Leute gibt's hier, ne? Egal. 3. Was ist das denn? Irgendwas wie der Dreamwelt, ne? Traumwelt, ja. Geil. Wir werden einfach mal mit denen reden, mehr nicht. Okay. Wi-Fi, Connection. Ha, hi, hi, rei. Nö. Und die Professorin hier. Die labert irgendwas von was Bestimmtem, deswegen auch diese blaue. Nein, nein, das wollte ich nicht nochmal hören. Oh, okay, okay. Aber das ist definitiv nichts für uns, weil wir kein Japanisch können. Also wieder zurück in den ersten Stock und weiter geht's. Aber was können wir denn hier noch alles so Interessantes machen? Ja, also hier in dieser Seitengasse gar nichts. Gar nichts. So, hier waren früher noch diese ganzen coolen Breakdancer und so. Boah. Was war das denn? Jesus! Jesus walks on earth. Ah, keine Ahnung. Hm. Ja, wieder Rush Hour und so. Das ist richtig Tokyo-Style. Okay. Sind hier, glaube ich, gerade Pokémon am Tauschen. Ey, sowas. Der Typ hit mit seinem Pico Chiller. Ah,
haben wir zu essen, mein Freund? Hehehe, ich zeig dir den richtigen Hasen. Mann, 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 immer diese perversen Wanderer. Egal, hier können wir, glaube ich, nur in eine... Ist das Trainer? Ja, scheint mir so. Also, meine Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Erkund Strato City. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, bis bald. Euer Rie.